Ja, im letzten Satz haben wir wieder eine etwas spezielle Wahl für unser Grundgebiet D gemacht. Nämlich, wir haben es immer noch gesagt, D ist gleich I Kreuz J. Und man kann sich natürlich fragen, was passiert bei allgemeinen Lokal-Lipschitz-stetigen Funktionen. Also zunächst mal, also sei D jetzt irgendeine Menge und damit das Sinn macht, sei D offen. Okay, also sei f jetzt eine Lokal-Lipschitz-stetige Funktion auf d. Wo ist meine Maus? Da. Und f sei Lipschitz-stetig auf d1, also auf einer Umgebung von a und y0. Das war gerade unsere Definition von Lokal-Lipschitz-stetig für jeden Punkt. Aus der Grundmenge gibt es eine kleine Umgebung, auf der f Lipschitz stetig ist, und gemeint ist hier natürlich immer wieder Lipschitz stetig im zweiten Argument. Okay, aber wenn das eine komplette Umgebung ist von a und y0, dann enthält das einen Streifen in der Form, wie wir es im letzten Satz benutzt haben. Und das heißt also, es gibt eine kleine Umgebung des Punktes, in der tatsächlich die Anfangswertaufgabe eine Lösung hat. Okay, das heißt also, es gibt jetzt ein Intervall, das a enthält und auf dem eine Lösung definiert ist. Und die Frage ist, was können denn da für Intervalle überhaupt auftauchen? Und ich zitiere jetzt hier nur den Satz. Den Beweis finden Sie unter anderem im Walter. Es gibt ein sogenanntes maximales Existenzintervall U, auf dem die Anfangswertaufgabe eine eindeutige Lösung Y hat. Und dieses Y kann nicht mehr über U hinaus fortgesetzt werden. Denken Sie an unser Beispiel. Da war die Lösung der Tangens. Und naja, das maximale Existenzintervall war das offene Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe. Denn da lässt sich die Lösung eben halt nicht weiter fortsetzen. Okay, und die Frage ist, was kann für dieses U denn dann auftreten? Und dann gibt es relativ wenige Möglichkeiten. Nämlich, wenn wir uns mal den rechten Rand angucken, was kann am rechten Rand passieren? Das heißt also, B, da sei das Supremum der Elemente aus U. Und als G definiere ich mir mal den Graphen der Funktion T und Y von T mit T aus U und den Abschluss davon. Okay, jetzt überlegen wir nochmal kurz, falls das D so aussieht wie vorhin, ne? Also falls das D so aussieht wie unser Streifen hier vorne, was kann dann passieren? Naja, in dem Augenblick, in dem der Graph der Funktion den Rand von D schneidet, ist Schluss. Ja? Entweder hier vorne nach rechts oder hier vorne nach oben. Ab dem Punkt lässt sich die Funktion nicht mehr weiter fortsetzen. Das heißt also, in dem Fall gilt. Ja, falls D ist wie oben, und dann, sobald G D schneidet, ist es halt vorbei und dann ist B kleiner als unendlich, wenn wir tatsächlich so einen endlichen Kasten haben. Es wäre aber auch natürlich möglich, dass unsere Definitionsmenge D nach rechts unbeschränkt ist. Und tatsächlich kann es natürlich existieren, kann es passieren, dass die Lösung auf dem gesamten Intervall von A bis unendlich existiert. Das heißt also, dass die Lösung überall rechts von a existiert. Und das haben wir zum Beispiel gesehen für die lineare Differentialgleichung y' von t gleich y von t. Da war auf der gesamten rechten Intervall die Lösung, gab es eine Lösung auf dem gesamten rechten Intervall. Jetzt ist die dritte Möglichkeit. Okay, wir haben das wir haben eine Funktion, die zwar das f ist vielleicht sogar auf r kreuz r definiert, wie in unserem Beispiel y' von t gleich 1 plus y von t zum Quadrat. Aber es kann trotzdem auftreten, b kleiner als unendlich, ja, wie in unserem Beispiel, da war offensichtlich b gleich pi halbe. Und das kann auftreten, aber dann gilt, dass der Limes Superior wenn wir uns von links diesem b annähern, Betrag y von t gleich unendlich ist. Auch da denken wir wieder an unser Beispiel. Da war die rechte Grenze unseres Existenzintervalls war Pi halbe. Und wenn wir uns von links auf dem Tangens diesem Punkt nähern, dann geht offensichtlich der Betrag des Tangens gegen unendlich. Das heißt insbesondere der Limes Superior des Betrages geht gegen unendlich.
unendlich. Ja, das heißt, das ist da tatsächlich richtig. Und wenn das so ist, dann kann y von b offensichtlich nicht existieren. Das heißt, es bleibt auch in dem Fall nur über, dass u tatsächlich rechts offen ist. Ja, das heißt also, für diese maximalen Existenzintervalle hat man gar nicht so viele Möglichkeiten. Eine von diesen dreien, die hier stehen, die müssen tatsächlich eintreten. Und wenn d offen ist, ist tatsächlich immer auch die rechte Seite. Ist das tatsächlich immer ein offenes Intervall, was hier steht. Okay, abschließend wollen wir uns nachher noch anschauen, wie man denn mit dem Satz von Picard-Lindelöf auch konstruktiv eine Differentialgleichung lösen kann.